Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge auf diesem Kanal. Schön bist du dabei, wir spielen wieder weiter. Airport CEO, natürlich auch Sim Casino und so weiter und so fort. Alles das, was zuletzt stehen geblieben ist, sagen wir es mal so. In der Zwischenzeit, ich kann sagen, es beginnt ein neues Kapitel auf diesem Kanal. Ein neuer Abschnitt. Und ja, der wird hoffentlich besser als je zuvor. Wir werden sehen. So, ich will aber nicht zu viel sagen, aber auf jeden Fall, ich habe es ja schon mal in einem Video angekündigt. Ende des letzten Jahres habe ich ein Spezialvideo gemacht. Ich habe seit da jetzt nicht so viele Videos gemacht. Deshalb, wenn ihr auf meinen Kanal geht, auf Videos, dann ist das noch, ja, nach 20, 30 Ergebnissen vielleicht, 40, kommt das etwa. Haben auch nicht so viele Leute gesehen. Auf jeden Fall habe ich da erwähnt, dass ich für den Frühling etwas geplant habe, dass ich schaue, dass es besser läuft, also dass ich mehr Zeit investieren kann in die Videos, dass sie mehr Qualität bekommen, dass sie mehr dem aktuellen Trend orientiert sind. Ja, nicht so lang widrig, sagen wir es mal so. Und natürlich, ich habe auch da ein paar Dinge angesprochen, die aktuell noch oder bereits umgesetzt sind oder in Umsetzung sind, besser gesagt. Wie zum Beispiel ein neues Profilbild, einen neuen Kanalbanner. Dann kann ich gerade jetzt einblenden. Bitte. Habe ich mir was organisiert. Hätte ich auch selbst basteln können, muss ich aber ehrlich sagen. Ich habe eine Vorlage gefunden, die ich für wenig Geld kaufen konnte. Deshalb ja, habe ich mir gedacht, kaufe ich gerade. Muss ich es nicht selbst machen. Auf jeden Fall, das wird jetzt auch ein Teil der Videos jeweils sein. Ganz ohne Geräusch oder irgendwas, ploppt das einfach schnell auf und geht wieder weg. So, ist wichtig, weil, ja, es muss, ich bin nicht der, der gerne jede Folge dasselbe erzählt, am Anfang oder am Ende. Und, weil mich stört das teilweise selbst bei anderen Videos, sage ich ganz ehrlich. Und deshalb, wenn ich alle paar Folgen das mal mündlich sage, aber auch jedes Mal irgendwo im Video einfach mal einblende, dann hilft das sicher auch und ja, ich denke, ihr könnt das so besser verstehen, als wenn es hier immer penetrant gesagt wird. Ja, aber andere Dinge habe ich auch optimiert. Es kann sein, dass wir noch ein paar kleinere Probleme haben in den ersten paar Folgen, die jetzt kommen werden. Ich habe die Qualität erhöht, das war auch ein großes Ziel. Und zwar könnt ihr die Videos jetzt in 1440p anschauen. So wie das von fast allen YouTube-Videos sonst auch der Fall ist. Natürlich muss man dafür auch eine gute Internetleitung haben. Ich weiß, es ist nicht überall in Deutschland so der Fall. Da muss ich ehrlich sagen, da ist die Schweiz ein bisschen weiter. Ich habe soweit, ich habe jetzt auch nicht die Bets. Da bin ich auch noch dabei übrigens. Und zwar, wir hätten einen guten Anschluss. Ich habe aber keine gute Leitung zu mir in das Office, sagen wir es mal so. Das ist bei mir eher das Problem, aber sonst hätte ich gute Internetleitung da. Ja, auf jeden Fall, das ist möglich. Ich könnte sogar bis zu 4K gehen. Muss ich aber ehrlich sagen, finde ich dann zu übertrieben. Kann ich selbst, ich habe auch einen 1440p Monitor, also mit der Auflösung. Und da die Videos in 4K aufzunehmen, ist rechnerisch zwar möglich, theoretisch, ich würde sie aber auch nicht 4K sehen und es ist halt von der Dateigröße schon deutlich größer. Also das muss man schon sehen. Und nur schon von 1080p auf 1440p ist es ein großer Schritt, was dann eben auch in den Upload-Seiten, was natürlich in der Verarbeitung von YouTube und auch in der Verarbeitung von mir selbst hier auch zu Boden schlägt. Und klar, ich habe mehr Zeit, aber man muss die auch effizient einsetzen. Und ich bin selbst nicht einer, also 4K bieten auch nicht so viele an, muss man sagen. Aber 1440p hat sich schon so ein bisschen ja, stark gemacht und finde ich auch gut so. Ja, das kann ich auch selbst, ich habe ja das auch immer auf 1080p, also HD, normal, Full HD, normal gespielt. Jetzt kann ich auch die Spiele mal mit mehr FPS und mehr Auflösung spielen. Wir haben aktuell, ich habe vorhin schnell geschaut, oh, ich habe noch das Menü ausgeblendet hier. Wir kommen trotzdem nur auf 40-50 FPS. Trotz meinem guten PC. Und das liegt einfach daran, ja, dass jeder Passagier hier seine Leistung zieht. Wir werden es eventuell da merken, dass die höhere Auflösung da zu mehr Problemen führt. Da ich aber weiterhin mit zwei PCs arbeite und die Aufnahme auf dem separaten PC ist,
Ja, kann ich es nicht besser machen, als es hier abgebildet ist. Und ich sag mal so, ich habe nicht den top besten PC, aber ich habe schon in der oberen Etage einen PC, sagen wir es mal so. Also, da muss man erst was finden, was das übertrifft. Oder deutlich übertrifft, sagen wir es mal so. Ja, das sind vorerst mal die Pläne. Es kommen noch weitere Dinge dazu. In der ersten Zeit werden jetzt die gehabten Let's Plays noch weiterlaufen, weil ich die natürlich noch fertig bringen möchte, unbedingt. Wir haben hier noch gerade erst gestartet, den Flughafen auszubauen. Ich kenne zwar den Plan nicht mehr ganz, aber ja, immerhin geht es weiter, sagen wir es mal so. Und der Plan ist dann schon, etwas durchstrukturiertere Let's Plays zu machen, die auch etwas gecuttet vielleicht sind und so weiter und so fort. Muss man schauen, es wird sich entwickeln. Sagen wir es mal so. Ja, würde mich freuen, wenn dir das sehr gefällt und du ein Like da lässt. Gleich wieder mit dem kommen. Nee, aber ja, schreibt doch mal in die Kommentare euer Feedback. Würde mich freuen und ich denke, ja, 2021, lass uns starten, oder? Ist zwar schon Weichen her, und aber für mich ist das wie ein zweiter Anfang. Und ja, ein neuer Test. Sagen wir es mal so. Gut, was haben wir hier gehabt? Also, jetzt kommen wir endlich zum Game. Sagen wir es mal so. Wir haben hier Gates gehabt am Terminal. Wir haben Remote Gates gehabt. Wir hatten keine... Das ist eine mittelgroße. Genau, wir wollten, glaube ich, eine große Landebahn bauen. Und wir hatten da unten ebenfalls noch etwas. Ja, was ich noch dran arbeite, dass der Sound unbedingt synchron ist mit allem. Auch mit meiner Stimme und mit den Klicks natürlich. Klicks sollte sein. Also, ich bin es noch am Austesten. Die Aufnahme ist jeweils immer ein bisschen hinterher. Nur ganz wenig. Die Verzögerung ist da. Aber ja, was willst du machen? Gut. Also, ich glaube, wir wollten eine große Landebahn bauen. Deshalb auch so viel Geld. Ich glaube, wir haben auch einen Kredit aufgenommen. Wenn es mir recht ist. Ja, genau. Wir sind 628.000 im Minus. Wir haben hoffentlich einen vollen Flugkalender. Ja, sieht so aus. Das ist doch schon mal gut. Müssen wir mal schauen. Hier, was hat die große gekostet? 750.000, ganz genau. Genau, die ist so groß. Die wollten wir haben. Und dann wollten wir, glaube ich, große Remote Gates machen, also große Parkpositionen, und das Ganze hier drüben ein bisschen besser gestalten, so viel es mehr ist. Übrigens, das Game ist seit 2 Monaten jetzt aus dem Early Access raus, ist voll released auf Steam. Ich kann jetzt, hab nicht geprüft, wie viel es kostet, wie viel der Unterschied ist zu vorher, aber ja, jetzt wird wahrscheinlich nicht mehr so viel Content kommen, nur noch kleinere Stücke. Aber ja, wir werden jetzt sehen. Ich bin ganz zufrieden eigentlich. Es war jetzt doch zur letzten Staffel ein sehr komplettes Game. Soweit, dass, ja, die... Oh, die ist gefüllt. Das ist jede. Und da haben wir es aufgeteilt. Da ist eigentlich nichts los. Mehr oder weniger. Das ist schon mal gut. Dann haben wir hier große Staus am Store. Ah, wir haben ja auch mehrere Etagen da oben. War das auch eine... Ah ne, das war nur ein Sitzbereich. Da wollten wir, glaube ich, die Airlines auch reinbauen. Da haben wir noch was. Ein Laden. Und da ist das Café. Also die lohnen sich ja doch sehr gut. Relativ. Boah, es wäre natürlich blöd. Ich sehe nur immer die explodierenden Zahlen. Es wäre natürlich blöd, wenn doch die Einnahmen angepasst wurden. So mit dem letzten Update. Noch schnell die Einnahmen anpassen. Was sagt denn überhaupt das Tutorial? Wo waren wir da stehen geblieben? Ich glaube, da waren wir nicht fertig. Wenn es mir recht ist. Ja, hier, genau. Ah, Großladenflugzeuge und Passkontrolle. Okay. Ja, jetzt weiß ich nicht. Soll ich die Startlandebahn... Was kostet denn... Das da kostet jeweils 300.000. Also, es würde genau ausreichen, um die Bahn zu bauen und einen Stand. Das ist zu wenig. Wir müssen mehr Geld haben. Wir müssen mehr Geld verdienen. Auf jeden Fall. So, Hausmeister haben wir zu wenig. Aktuell ist auch noch blöd.
Es ist auch gerade noch Finanzkrise. Das kommt noch dazu. Also ich würde sagen, wir gehen hier auf schnell. Komm, wir stellen noch einen Hausmeister ein. 2 sogar, weil ich so gut bin. Okay. Also die Stands sind voll ausgebucht, genau. Und wir haben auch keine Verspätungen, oder? Ja, Pushback rollt. Wir haben relativ keine Verspätungen, sagen wir so. Wir haben hier ein Treibstoffdepot, welches fast leer ist. Wird bestimmt getankt. Wir haben hier Stau. Kann man da nicht auch eine Zufahrt bauen? War das nicht so? Habe ich da nicht? Hier! Welteingangstunnel. Das Problem war aber, dass der nicht reinpasste, oder? Ah, der kommt so. Weil wenn ich jetzt hier einen zweiten platzieren würde, was kostet der überhaupt? 1500 Baukosten, das ist ja richtig günstig. Wenn ich jetzt den hier platzieren würde und wir dieses Gebäude ein bisschen nach oben rücken, dann hätten wir hier einen zweiten Ein- und Ausgang und dann wäre das Chaos hier vielleicht nicht ganz so stark. Unterhalb haben wir ja auch nochmals dasselbe. Genau. Ja, fände ich nicht so schlecht. Also hier käme der hin. Okay. So, wir haben hier Fundament. Erstmal wieder lernen, wie baut man Fundament. Wie viele Arbeiter habe ich gerade? So. Arbeiter. Ah, es war hier bei Betrieb. 54. Ne, 119. Ist ein bisschen viel. So. 30 Stück weg, das ist schon gut. Dann, ich kann jetzt die Straße noch nicht kappen, weil wir haben ja hier die Müllentsorgung sowie das Catering. Ganz genau. Ja, es ist schon... Ich hab's nicht in Erinnerung, dass es schon so war, wenn ich da ehrlich bin. Aber kann gut sein, dass es schon vorher so war. Vielleicht haben sie die Raten der Fahrzeuge nochmals erhöht. Kann gut sein. So, wurde gebaut. Sehr gut. Okay. Jetzt muss ich hier natürlich die Treppe irgendwie so platzieren, dass das passt. Ja, jetzt mach mal da die Wand weg. Komm schon. So. So würde gehen. Was kommt ja da? Ja, es kommt von hier oben runter. Können wir den wegmachen? Erforscht haben wir ja fast alles, wenn es mir recht ist. Okay, dann eine große Türe hier. Haben wir da irgendwelche Zonen gemacht? Gar nichts, wirklich gar nichts. Okay. Also auch gut. Den Boden, jawohl. So, und jetzt käme die Mauer hier hin. Dann hat nämlich hier exakt die Straße Platz. Und das alles weg hier. Ah, natürlich hier mit dem noch da. War Glück gehabt, dass es auch gerade noch reinpasst. Ah ne, passt ja in die... Passt ja in die Straße. Messe gesagt. So.
Dann kommt hier eine öffentliche Straße hin, ganz gut. Und das geht jetzt da so runter. Wir müssen noch beobachten, ob die Leute da auch noch hinkommen. Das wäre noch das Wichtigste. Und ja, jetzt will ich dann mal schnell... Da wird gerade Müll abgeholt. So, und jetzt unterbrechen wir hier mal schnell. In diesem Bereich. Anbauen kann ich ja dann. So. Ja, ich würde sagen, wir machen das hier in die Mitte. Etwa. Hier so hin. Wirtschaftskrise ist vorbei. Das ist gut. Dann gibt es Aufschwung. Das ist sehr schön. So. Oh, die sind sogar mit Ein- und Ausfahrt. Ja, doch, das ist da auch. Das passt aber. Gut, nur noch bauen und dann klärt sich hoffentlich dieser Stau. Das sieht ja hier aus. Schrecklich. Also wenn das überhaupt klappt. Das haben wir noch nie ausgetestet. Zumal er jetzt hier... Wow, ah, jetzt hat er es gemacht. Sehr gut. Vielleicht jetzt noch mehr Chaos. Kann gut sein. Wir könnten auch da noch eine Hochfahrt machen dann, wenn es nötig ist, eine Rampe. So. Irgendetwas stimmt da nicht. Er findet den Weg nicht. Ja, das ist wieder spitzenhaft. Aber nur die da, oder? Da oben nicht. Ja, dann braucht hier halt noch einen Sondereingang. Also erstmal hier rüber. Da ein bisschen Gehweg. Hier rüber. Und da noch eine Tür hin. Dann hoffe ich, dass das klappt. Ja, sieht gut aus. Da sehen wir schon das Ergebnis. Wie sieht es da unten aus? Da haben wir ja auch noch eine Tür abgeschnitten. Ja, die funktioniert nach wie vor. Dann lassen wir die so, solange das funktioniert, besser so belassen. Okay, interessant. Also ich glaube, hier hat sich richtig viel angestaut. Ich glaube, das... Da ist am besten das Game neu laden, glaube ich. Mache ich dann gleich nach der Folge. So, was haben wir verdient? Ganz gut eigentlich. Wenn wir hier mal auf täglich umstellen, haben wir 300.000 verdient. Sieht man auch auf dem Konto, ja. Da frage ich mich, brauchen wir denn jetzt schon... Oh, wir können noch verhandeln. Also noch besser. So, wir gehen hier runter mit dem Preis. Geben ein paar Punkte. Angemessen, Angebot senden. Abgelehnt, nein. Willst du mir nicht machen, okay. Nehme ich den nächsten. Ah, gut, der ist schon voll optimiert. Der ist noch nicht voll. Ja, geht aber nicht. Ja, die hatten schon eine schlechte Meinung über uns. Da ist es auch schon fragwürdig. Unsere Konditionen. Hier geht noch was, oder? Ich habe nur 5 Punkte. Oder ich habe 5, ich kann nicht mehr geben, oder? Ne, da steht, ich habe 10. Na komm, machen wir es so. Gut. Also, soweit das Grundkonstrukt läuft noch und funktioniert, das ist schon mal schön. Ah, hier haben wir genau
Wir haben die ja in die obere Etage verlegt. Das habe ich schon... die Seite habe ich schon fast vergessen. Schaut mal, wie das hier funktioniert. Ohne Personal. Ah, das ist ja großartig. Sie ist auch vollständig ausdekoriert. Ich glaube, es war nur... an einer Stelle gab es noch Probleme. Oder noch... ja, hier wäre dann der Lift noch gekommen, glaube ich. Aber da ist die Toilette. Ne, den haben wir gestrichen. Ganz einfach. Hier war noch nicht fertig, genau. Ja, und eigentlich gilt es jetzt hier die untere Etage groß auszubauen. Die war nämlich noch gar nicht fertig. Sieht man da auch sehr gut. Und dann hier ein paar Remote Gates noch hinzubauen, damit wir auch die großen Stands noch haben können. So, der Stau ist jetzt beidseitig. Also das Chaos ist wirklich... aber das kann man nicht einstellen, wie viele Fahrzeuge hier... Gameplay-Einstellungen. Passagierverhalten ist 100%. Ich kann das auch mal ein bisschen runterstellen noch. Ich weiß halt nicht, ob das... hat das Einflüsse auf unser Geld dann? Verändert die Rate der Passagiere pro Flug. Kann die Leistung erhöhen. Ja, sonst stellen wir das dann aus, wenn das... ich mach das mal auf 10% oder so. 2%. 20%. Ich weiß halt nicht, ob ich dann nur noch 20% des Geldes bekomme, denn dann wäre das... nicht so meine Lieblingsvariante. Genau, und hier hatten wir die Toilette angebaut und den Ausgang. Genau. Das ist die Metro, die wir auch gebaut haben. Also es ist sehr viel schon da. Nur das hier ist absolut chaotisch und hat sich noch nicht entschärft. Ich lade es danach mal neu und dann sehen wir dann in der nächsten Folge. Geht's denn soweit weiter? Oh. Also die Sounds, das ist ja... die Sounds. Bis zur Wiederaufnahme der Verhandlungen müssen wir mit deutlich höheren Einkaufspreisen rechnen. So. Ein Tag, 17 Stunden. Wir haben zum Glück, wir haben fast nichts gebunkert. Das ist natürlich wieder toll. Ja, komm. Das geht, ich bestelle hier schon mal, damit bestellt ist. So, also, ich hätte gesagt, danke fürs Zuschauen. Das war die erste Folge, die war auch symbolisch ein bisschen, damit ich ein bisschen zeigen konnte, wo wir stehen. Besten Dank, dass ihr da seid und ja, auf noch viele, viele weitere Folgen. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!